Beim Tag der offenen Tür bei Pfote drauf in Schwechat konnten Tierliebhaber die facettenreiche Arbeit von Alex Sieber ein wenig genauer kennenlernen. Auch wir haben uns vor Ort für Sie umgesehen. Begegnungen zwischen Mensch und Tier wartete die Besucher unlängst beim Tag der offenen Tür von Pfote drauf. Alexandra Sieber, diplomierte Tiertrainerin, Coach für Tier- und naturgestützte Intervention, Wildkräuterguide und Naturenergetikerin, lud dazu ein, die faszinierende Welt der Tiere und die Vielfalt der Natur kennenzulernen. Begonnen habe ich eigentlich mit der Idee Tiertrainerin zu lernen oder eben auszuüben, weil mich einfach die Zusammenarbeit oder dieser Komplex zwischen Tier, Mensch und Natur extrem gereizt hat. Es ist ja so beim Tiertraining, dass man nicht mit dem Tier arbeitet per se, sondern eigentlich mit dem Menschen arbeitet, um mit seinem Tier einen guten Umgang zu finden. Meine persönliche Herzensangelegenheit dabei ist es eigentlich, auch Menschen schon zu beraten, welches das richtige Tier ist, das sie sich anschaffen, damit sie dann auch mit dem Tier gut umgehen können und es erst gar nicht zu Problemen kommt. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Dienstleistung jetzt auch in Schwechat anbieten können. Verbindet mich ja in meine frühere Vergangenheit, wo ich sehr viel mit Hunden, Pferden und Ähnlichem im therapeutischen Bereich zu tun hatte, weil es über die Buchhandlung ein Schwerpunkt von uns war. Und umso mehr freut es mich, dass sich hier wieder der Kreis für mich schließt und sich jemand findet, der ganz viel Angebot sehr breit gestreut für uns nach Schwechat gebracht hat. Bei Pfote drauf geht es darum, auch nicht ganz so alltägliche Tiere in den Mittelpunkt zu stellen, von ihnen zu lernen und sich mit ihnen zu beschäftigen. Ich bin mit meiner Kollegin hergefahren. Finde es erstaunlich, was sie da alles aufgebaut hat im Garten. Auch die Wachtung, die man therapeutisch offenbar einsetzen kann. Und was sie mit den Hunden macht, glaube ich, wird sie noch erzählen. Viel weiß ich jetzt noch nicht, aber ich lasse mich überraschen. Bin schon gespannt. Ich finde auch, die Feier ist sehr gelungen. Es ist mega Stimmung hier. Die Leute genießen es, hier zu sein und sich zu informieren. Und ja, die Alex leistet hier wertvolle Arbeit. Neben dem Tiertraining und der Begegnung mit den Tieren gibt es auch eine Vielzahl anderer Aktivitäten, die den Alltag ausgleichen und bereichern. Das ist nämlich die Tier- und naturgestützte Intervention. Worum geht es da? Da geht es darum, gemeinsam mit Tieren am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten. Also eigene körperliche als auch seelische Defizite auszumerzen, indem man sich mit Tieren umgibt. Die Wahrnehmung eines Tieres einfach sehr wichtig ist, für jemanden zu reflektieren. Bin ich jetzt zu mutig? Bin ich zu forsch? Bin ich zu vorsichtig? Was muss ich oder kann ich an mir verändern, positiv verändern, unter Einfluss von Tieren, aber auch unter der Einfluss von der Natur? Also auch die Natur bietet uns da extrem viel. Und durch die Natur bin ich dann auch noch zu diesem Wildkräuter-Thema gekommen, also Wildkräuter-Guide auch noch zu machen und Energetik mitzunehmen. Energetik ist ja auch bei meinen Wachteln ein Riesenthema, weil die Wachteleier extrem wertvolle energetische Lebensmittel sind. Und dann gibt es noch viele, viele andere. Und dadurch erlangt der Mensch einen körperlichen und seelischen Ausgleich und einen Wohlfühleffekt, sich in der Natur zu bewegen, sich mit Tieren zu befassen. Oder eben mit einem Problem bei einem Tier zu mir zu kommen. Ich hoffe, dass Pfote drauf ganz viel frequentiert wird. Sehr oft ist es ja so, oder meistens eigentlich, dass das, zumindest bei den Hunden, das Problem oft am anderen Ende der Leine liegt. Und je mehr Information man als Hundehalter, womöglich als neue Hundehalter bekommt, umso weniger problematisch wird es dann auch sein. Und umso schöner ist das Zusammenleben mit vier Pfoten. Wenn es um persönliche Themen geht, mit Menschen sehr gerne Einzelsettings, auch bei den Tierthemen, weil ich der Meinung bin, dass ein Einzelsetting immer mehr Qualität hat statt Quantität, man auf den Menschen als auch auf die Beziehung Mensch-Tier gut eingehen kann. Und für Gruppen habe ich dann die Kräuterwanderungen, das Nature Guiding, also all diese Dinge, auch mit Ziegen möchte ich zukünftig arbeiten, wo einfach Gruppen, Menschen mit selben Interessen auch zusammenkommen können, und alles das findet man auch bei mir auf der Website. Unter www.pfotedrauf.at. Und so bot der Tag der offenen Tür eine Gelegenheit, in die Welt der Tiere, Natur und Energetik einzutauchen.